So, die faulen Feiertage, wo man nur gegessen hat, sind vorbei. Und es schadet ja auch nicht in der kalten Winterzeit, was fürs Immunsystem zu tun. Und deswegen schaue ich mir jetzt mal die neue Trendsportart Zumba an. Hallo Babsi. Ist ja schon ganz schön was los bei euch. Ja. Wie viele seid ihr denn? Ja, also im Schnitt am Dienstag sind wir immer ca. 30 bis 35 Leute in einen Kurs. Genau, wir haben zwei Kurse hintereinander und beide sehr gut besucht. Okay, bevor es jetzt losgeht, was muss ich wissen? Irgendwas Bestimmtes? Was musst du wissen? Zumba ist für jedermann geeignet auf jeden Fall. Man kann immer quer einsteigen. Die Lieder sind alle auschoreografiert und jede Choreografie auf jedes Lied bleibt gleich. Und somit ist der Wiederholungseffekt und man kommt dann eigentlich relativ schnell mit, wenn man zwei, drei Mal in der Stunde da war. Okay, dann lass mich jetzt mal überraschen. Move, you better dance. Let's make a night. You won't remember. Und schon geht's los mit dem Workout. Zu der Musik bewegen sich die Beine schon fast von selbst. Jetzt geht's bloß noch drum, bei der Choreografie hinterherzukommen. Ob das noch was wird? Zumba kommt übrigens aus Kolumbien und kombiniert Aerobic mit lateinamerikanischen Tänzen. Deswegen müssen dabei auch auf die Hüften geschwungen werden. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Kurze Pause ist nämlich ganz schön anstrengend. So richtig komme ich noch nicht mit, aber die Babsi hat mir versichert, nach zwei, drei Mal, dann klappt das schon. Jetzt schaue ich mal rum, ob die anderen auch so ausgepowert sind. Das macht mir sehr viel Spaß, das Rhythmus und ja, die Musik ist einfach ganz toll. Es ist ein Workout und man merkt gar nicht, dass man Sport macht, aber es ist eigentlich ein Sport und man schwitzt und es ist die Musik, die reißt da mit und die Gruppe einfach. Es ist total super. Wie bist du überhaupt auf Zumba gekommen? Durchs Abnehmen. Da habe ich das gefunden und das macht mir riesen Spaß und es geht auch noch weiter. Also genau das Richtige nach den verfrissenen Feiertagen. 60 Minuten dauert so ein Training übrigens. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Dabei fühlt es sich nicht wie Sport, sondern sogar ein bisschen nach Party an. Damit die Choreos nicht umsonst einstudiert werden, gibt es am Samstag eine große Zumba-Party im Markmüller-Saal in Straubing, wo die Mädels zeigen, was sie bisher gelernt haben. Ein Mix aus Kniebeugen, Ausfallschritten und Tanzen. Und bei der Zumba-Gruppe ist sogar ein Mann dabei. Aber Hüftenschwingen hat ja noch niemandem geschadet. Zumba steht mittlerweile fast in jedem Fitnessstudio auf dem Programm. Also mir reicht es, ist richtig anstrengend, aber macht auch wirklich viel Spaß, vor allem mit der tollen Musik. Und wer jetzt selber Lust bekommen hat, sich zu bewegen oder noch ein paar Kilos loswerden will, dem kann ich es wirklich nur empfehlen. Todo el mundo.